Bei Dirk und seiner Frau Jenny in Gelsenkirchen-Horst steht Schreibarbeit an, nachdem die 39-Jährige beim Jobcenter war. Die Hartz-IV-Empfänger wollen Dirks Sohn Mike in ihre Bedarfsgemeinschaft aufnehmen. Dafür müssen sie für ihn einen Antrag auf Grundsicherung ausfüllen. Erzähl doch mal genau, was das ist, Jenny. Eine Veränderungsmitteilung fürs Arbeitsamt, dass der Mike hier eingezogen ist. Füllen Sie bitte für Ihren Partner, Ehegatte oder ECT oder unverheiratete Kinder zwischen 15 und 24 die Anlage WEP auf. Ich muss die Anlage WEP haben, ne? Hm. Ja, Anlage KI, HG. Nee, KI brauchen wir nicht. Ich brauche praktisch sonstige Verwandten verschwägert, Geschwister und über 5 HEG. Die können mich mal mit den ganzen Abkürzungen mal schicken. Eine Anlage ist für mich ein Gebäudekomplex. Ja? Für ein Gebäudekomplex müsste ich denn laut Arbeitsamt haben. Meine Gott, ewig diese Zusammenpacken. Ja, ich hab da gedacht, die sind bescheuert. Boah, Ruhe, halt doch mal die Fresse. Ich fühle mehr diese Scheiße aus als du. Auch wenn jetzt schon die Nerven blank liegen, mit 400 Euro, die dem Paar monatlich zur Verfügung stehen, können sie nicht auch noch Mike durchfüttern. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da reinkommt. Die Hartz-IV-Empfänger geraten an ihre Grenzen. Weil er hat halt dann praktisch, dann ist er praktisch, er kriegt Geld. Und dann können wir ihn das auch auszahlen. Und dann brauchen die auch nicht so einen scheiß Beamtendeutsch. Und dann kriegt er dann. Das willst du hier in Deutschland leider nun mal nicht anders kriegen. Die können mal fetten, verbrannten Arsch fressen. Da können die. Nee, danke. Die 39-Jährige schmeißt zunächst das Handtuch und verschiebt die Angelegenheit. Wieso hast du jetzt aufgehört, genau? Weil ich nicht mehr machen kann. Weil ich die Anlage WEP brauche, damit der Junge Geld kriegt. Ich habe halt die Arschkarte. Ich habe immer diesen Papierkram und Sonstiges erledigt und habe mich mit denen auseinandergesetzt und diskutiert. Aber dass du beim Arbeitsamt immer noch kein Laufgeld beantragt hast, ne? Was für ein Ding? Laufgeld. Was ist das denn? Ja, für die Kilometer, die man für das Amt laufen muss. Weil dann fehlt dann dieses, dann fehlt dann jenes, dann fehlt dann... Was ich beantragt hab? Laufgeld. Hättest du beim Arbeitsamt noch sagen müssen, kriege ich Laufgeld. Oder seid ihr jetzt wirklich sicher, dass ich alle Papiere, die ich ausfüllen soll, da habe? Ich bin genervt. Weil das ist Stress, unnötiger Stress. Verschwinde! Es hat nur noch gefehlt, praktisch der Antrag von unserem Vermieter, dass er genehmigt, dass der Mike hier mit aufgenommen wird. Es ist jetzt soweit, dass es genehmigt ist. Da steht es drin. Wie Wohnungsgeberbestätigung. Haben sie jetzt wieder diese Anlage geschickt, dass sie Geld sparen können. Ich brauche wirklich nur noch für Mike diese eine Anlage, dann kriegt der Mike sofort sein Geld. Das wäre so eigentlich gut. Ja. Wieso bist du dann so genervt? Ja, weil mich alles nervt gerade. Alles. Oh, Kaffee. Da, und jetzt halt die Schnauze. Auch wenn sich Mike weiterhin aus fast allem heraushält, hinterlässt die Situation Spuren bei ihm. Boah, ey. Das ist viel zu viel anstrengend. Das ist für mich heute schon wieder viel zu viel. Kaum geschlafen. Nee, den Kaffee möchte ich so spüren. Ohne Zähne. Womit habe ich das verdient? Ach ja, ich bin selbst schuld. Ich habe geheiratet. Ja, du bist beim Bungee-Jumping zu tief gekommen. Komm, ich guck dir mal über die Schulter. Oh. Boah, Alter, lass das. Du weißt, das macht mich aggressiv, die Scheiße auszufüllen. Bin ich froh, dass ich sowas nicht ausfüllen muss. Vor allem, da muss ja Abitur haben. Nö. Es geht eigentlich nur um die Grundsicherung für Mike. Ja, Höhe ist ungefähr, glaube ich, 420, was die da angeschlagen haben bei Einzelpersonen. Was er dann kriegt. Und das wollen wir jetzt feststellen.
wenn wir nicht gesagt hätten, Mike, wo er mich angerufen hat und gefragt hat, ob er hierher kommen kann, ob er hier bleiben kann, weil er praktisch eigentlich unter eine Brücke. Müsste sich in dem Sinne für Obdachlose anmelden. Ein Jungspund von 23 Jahren. Mike wurde von seiner Mutter vor die Tür gesetzt. Seine bisherigen Hartz-IV-Bezüge gingen auf das Konto von Dirks Ex-Frau, auf das nur sie selbst Zugriff hat. Wenn man so nimmt, hat er Mike gar nichts. Mike hat generell an Geld zur Verfügung null. Also der hat gar nichts. Der hat noch nicht mal, wie man so schön sagt, so ab und zu mal, man so in der Werbung sieht, wenn man Portemonnaie aufmacht und dann kommt da so eine Mücke rausgeflogen. Na, nicht mal die hat er. Ebenso scheint Dirks Sohn aus erster Ehe aber auch keine Lust zu haben, sich selbst mit den Formalitäten für das Amt auseinanderzusetzen. Letztendlich bleibt alles an Stiefmutter Jenny hängen. Ganze knicken, der ist tot. Ich will er tot. Lass mal. In ein, zwei Stunden wird der automatisch wach oder der Chef durch. Das wäre das erste Mal, dass der dann wirklich den seinen Ruhepunkt gefunden hat. Weil der Krieg kommt ja kaum zur Ruhe. Ich weiß ganz genau, dass er genauso viel Geduld hat, nämlich gar nicht wie sein Vater. Und das heißt praktisch, dass, weil ich die Ruhe habe, ich mache das zwar auch nicht gerne, aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ganz einfach. Yippie, auf dass das noch besser wird. Ich bin hier der Önig. Was? Die Köpfe, ja. Du bist kein Önig. Ja. Kaffee. Ja, hier, komm, ich bin nicht so. Ich habe ja schon drei Tassen weg. Also. Drei Anträge muss ich noch ausfüllen. Mhm. Und alles mit App, dann ranzoomen, dann reinklicken, dann wieder dann per Tastatur. Oh, nein. Power. Das ist die Anlage WIP, das heißt, wenn Kinder ab 15 Jahren irgendwo einziehen, beim Vater oder bei der Mutter, und diese Anlage ist das, die ich gerade ausfülle. Das ist jetzt die einzigste Möglichkeit, dass ich das so ausfüllen kann, dass diese Dokumente alle schon da sind. Eins, zwei. Aha. Aha. Ja, Unterschrift steht auch. Erste ist fertig. Erledigt. Auch erledigt. Ja, mehr kann ich nicht machen. Wann gibt's frühestens Geld für Mike? Ich denke mal nur eine Woche, zwei. Je eher, desto besser. Denn finanziell ist das Paar nicht in der Lage, Dirks erwachsenen Sohn auf Dauer mit durchzuziehen. Nachdem sie alle Anträge eingereicht hat, will die 39-Jährige noch mal telefonisch beim Jobcenter nachhaken, wann ihr neuer Mitbewohner endlich mit seiner Grundsicherung rechnen kann. Ja, guten Tag, mein Name. Es geht darum, ich hatte heute Morgen schon angerufen und hatte mitgeteilt, dass halt auf Mittellosigkeit, dadurch, dass jetzt eine Person mehr in der BG ist, und der halt im Moment von unserem Lebensunterhalt, von unserer Grundsicherung mitgelebt hat, ist jetzt kein Geld mehr da. Okay. Könnten Sie denn einmal nachgucken, wie weit in der Zeit schon mal vielleicht ein neuer Bearbeitungsstand da ist oder ob das noch immer in Bearbeitung ist? Was muss denn bearbeitet werden? Ja, ob die Grundsicherung für meinen Stiefsohn schon angewiesen ist. Nee. Oder ob überhaupt schon Hat er eine eigene Bedarfsgemeinschaft? Nein, der ist in meiner Bedarfsgemeinschaft zugezogen. So, kleinen Moment. Okay. Nee, da kann ich noch nichts Abschließendes sehen. Okay. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Also das ist wichtig, ganz alleine, weil ich habe den Mike aufgenommen. Und der Mike lebt im Moment von diesem abgezählten Geld, was Dirk und ich zum Leben, also von unserer Grundsicherung. Und der Mike hat ja selber ein Anrecht auf Grundsicherung. Und das fehlt. Also das Geld wird knapp. Und das Geld wird jetzt im Moment sehr knapp. Von ihren Hartz-IV-Bezügen bleiben Jenny und ihrem Mann Dirk nach Abzug aller Fixkosten im Monat 400 Euro zum Leben. Das reicht gerade so für die beiden.
habe schon Zettelchen gemacht für Schelle und Briefkasten. Weil natürlich, der Mike bekommt ja auch Post oder sonstiges Jobangebote. Kann ja möglich sein, dass alles jetzt demnächst bei ihm auch hier im Briefkasten reinkommt. Ja. Oh Mann. Bin man noch in Bearbeitung. Wenn andere Leute so arbeiten würden wie Sie, ne? Dann wäre Deutschland schon mittlerweile seit 14 Tagen schon untergegangen. Ja, immer anbringen. Das ist mir zu kalt draußen. Meinst du kalt? Zu kalt, ich brauche einen Pelz. Ich hätte jetzt kurz Hose angezogen. Ach, du bist so Ballladen. Ja, du bist beschmiert. Und diese drei? Ja, für die Schelle hier um. Können ja auf anderen Seite. Na, dann können Sie ja schön, wie Sie wollen. Natürlich geht ja nicht. Wenn das jetzt angemeldet ist, wollen wir hingehen und mit der U25 unterhalten. Die ist dafür zuständig, weil er ja noch unter 25 ist, zu gucken, ob er jetzt eine Wohnung dafür kriegt oder nicht. Dann bring das Schild an. Es ist die einzige Aufgabe, die der 46-Jährige heute zu erfüllen hat. Das ist ja schon seit letzter Woche Dienstag fällig, ne? Ich hätte das auch schon ein bisschen eher machen können. Aber ganz ehrlich, fummeln, dann reinpressen, dann wieder dranklemmen, gucken, ob er da so bleibt. Da habe ich keine Lust. Mach mal, tust was Produktives.